Bei uns Philipp Müller. Herr Müller, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Viertelfinale. War es eine erwartet schwere Aufgabe für Sie heute oder doch relativ einfach? Na, was heißt relativ einfach? Es war doch ein Spiel auf Augenhöhe, sage ich mal, bis zur, was war es, 52. Minute ungefähr. Wir waren zwar 16 Minuten in Führung, aber ich glaube, da waren die zwei Zeitstrafen, die sie dann die Hannover gekriegt hat, waren dann ausschlaggebend, dass wir es dann wirklich noch so deutlich absetzen konnten. Aber wie gesagt, es war ein Spiel, zwei Bundesligisten, da ist es immer schwierig und gerade in Hannover weiß jeder, dass es da schwierig zu spielen ist und ich denke, wir haben es mit Bravour gemeistert. Sie standen in den letzten 3 Jahren zweimal schon im Final Four mit Melsung. Ich glaube, da wollen Sie unbedingt wieder hin, oder? Ja, wir haben es ja gesagt, oder wurde vom Pokalspiel immer gesagt, dass es immer ein tolles Erlebnis ist, vor der Kulisse zu spielen, bei dem ganzen Event dabei zu sein. Und so jeden Mal ein Traum und es ist zwar noch ein weiter Weg für uns jetzt, aber die erste Hürde ist jetzt nochmal gemacht und schauen wir mal, was das nächste kommt. Gibt es einen Wunschgegner fürs Viertelfinale? Na, ich glaube, da gibt es keinen Wunschgegner. Also wäre natürlich schön, den großen Drei aus dem Weg zu gehen. Braucht man immer ein bisschen Losglück, aber wenn man zum Final Four will, muss man, glaube ich, jeden schlagen. Dann warten wir mal ab, was passiert und feiern Sie schön heute. Dankeschön.